Für uns ist es ein ganz, ganz wichtiges Spiel am Samstag. Wenn wir das Spiel ziehen können, dann wären wir auf 30 Punkte. Lok hat keine gute Phase, trotzdem in den Heimspielen. Sie haben gegen Erfurt gewonnen, sie haben gegen BFC unten gespielt, sie haben gegen Hertha 2-3-1 zurückgelegen, noch 3-3 gespielt. Also zu Hause sind sie schon sehr, sehr ordentlich. Es werden auf jeden Fall Samstag Veränderungen kommen, aufgrund Krankheiten, Verletzungen. Moin Pele, sag mal, kann man von Reporterglück reden oder ist es einfach so, dass du sagst, ja, es hat sich einfach so ergeben? Wenn du dich erinnerst, vor einer Woche habe ich dich gefragt nach Maximilian Oesterhellweg. Ja, und dann setzt du den ein und der ballert euch zum Sieg. Ich glaube, ich habe da keine Aktie dran, ne? Doch, in der Frage schon. Ja, aber war dann am Ende wirklich eine Bauchentscheidung? Wir hatten erst überlegt, die gleiche Mannschaft auf die Platte zu bringen wie in Greifswald, weil am Ende ist es auch wichtig zu vertrauen. Das heißt nicht, dass wir zu ihnen kein Vertrauen haben oder zu den anderen, aber dass man vielleicht mal mehrmals hintereinander spielt. Ich hatte das ja schon mal gesagt, dass der ein oder andere neue Spieler schon auch ein bisschen daran zu kratzen hat, nicht so in diesen Rhythmus zu kommen, vielleicht auch nicht so viele Einsatzzeiten zu bekommen, wie man sich dann wünscht. Dennoch am Ende zählt das, was dann auch dann gezeigt wird. Und in dem Fall hat Maxi mit 3 Toren natürlich das erstmal untermauert. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein guter Spieler. Ein großartiges Ergebnis, überraschend hohes Ergebnis. Heißt das, dass man jetzt im Flow ist und angekommen ist, dass das jetzt immer so weitergehen kann, dass man sagt, daran halten wir fest, so wollen wir es künftig immer machen? Liegt ein bisschen auch am Gegner immer, ne? Ja, erstmal liegt es am Gegner und dann liegt es daran, kriegen wir unser Maximum auf dem Platz, habe ich ja schon mal gesagt. Wenn wir die Intensität haben, haben wir eine gute Ordnung, haben wir eine gute Struktur, haben wir gute Abläufe. Dennoch ist ja auch, erkennt man ja auch, wir haben ja auch einiges verändert. Aus meiner Sicht war das auch notwendig. Da bin ich auch der Mannschaft dankbar, dass sie das so mitgeht. Wir haben ja im Moment in den letzten Spielen weniger Ballbesitz. Das kann man ja auch in den Statistiken nachlesen. Deswegen ist es ja auch, kann man das auch erwähnen. Was mich ein bisschen wundert, ist, wenn wir 4-0 gewinnen, dass da noch drüber diskutiert wird, ob das glücklich war. Also die 300-prozentigen Torschancen von Eike sind nicht reingegangen. Die 100-prozentige Torschance von Halbauer ist nicht reingegangen. Die zwei sehr guten Abschlussaktionen von Putze und Thiele sind nicht reingegangen und haben trotzdem 4 Tore erzielt. Und dann reden wir noch darüber, ob die andere Mannschaft ein bisschen mehr Ballbesitz hat, ob das ein bisschen gefälliger war. Also daran sieht man mal, wie das alles so bewertet wird. Wichtig ist oder entscheidend ist, nicht nur wichtig, auch entscheidend ist, kriegen wir das genauso wieder auf die Platte. Intensität, Hoffmann ein sehr gutes Spiel gemacht, die drei vorne sehr ordentlich gespielt, nur beziehungsweise die 4 mit Maxi. Nur das ist laufintensiv. Sind wir bereit, das am Samstag wieder abzurufen? Auch wenn das jetzt wieder so als Entschuldigung klingt. Wir trainieren im Moment mit 12, 13 Spielern. Das ist natürlich eine gefährliche Geschichte. Da weiß man nie genau, wie das mit den Kräften reicht. Wir haben im Moment mit Trainingsplätzen sehr große Probleme, sind da immer sehr am Improvisieren. Unabhängig davon, dann Lok hat keine gute Phase, trotzdem in den Heimspielen, sie haben gegen Erfurt gewonnen, sie haben gegen BFC unten gespielt, sie haben gegen Hertha 2-3-1 zurückgelegen, noch 3-3 gespielt, also zu Hause sind sie schon sehr, sehr ordentlich und auswärts haben sie halt im Moment so eine Phase, die kommt im Fußball vor. Nach unserem Spiel wünsche ich ihnen, dass sie da die Stabilität bekommen. Für uns ist es ein ganz, ganz wichtiges Spiel am Samstag. Wenn wir das Spiel ziehen können, dann wären wir auf 30 Punkte und das wäre eine gute Ausgangsposition. Die Zahl, die du gerade genannt hast, die macht ein bisschen Angst. Ihr seid nur 13 Spieler. Wer fehlt alles? Ja, jetzt möchte ich natürlich nicht auch schon alles verraten. Es werden auf jeden Fall Samstag Veränderungen kommen, aufgrund Krankheiten, Verletzungen. Das ist halt so, wenn man relativ in der Anzahl einen kleinen Kader hat, da werden wir ja auch hart für rangenommen, weil wir ja dumm sind und weil wir ja nicht genau das machen, was man dann machen sollte.
Deswegen können wir im Moment halt mit so einem kleineren Kreis nochmal, das haben wir aber vor 2 Jahren auch gehabt, da hatten wir auch nicht so eine große Anzahl der Spieler aufgrund wirtschaftlichen Zwängen und von daher sollten wir das Beste raus machen. Nur, wie gesagt, wir haben dann immer ein bisschen mit der Dosierung im Training so ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Bauchschmerzen, weil für uns ist der Schlüssel halt die Intensität am Wochenende. Wir haben ja unter der Männermannschaft die A-Jugend, die einen ganz guten Job macht, glaube ich, in dieser Saison. Ist da der ein oder andere Spieler schon mit dabei, dass man sagt, man kann diese Lücke, die sich hier auftut, auf welche Weise auch immer, ein bisschen ausgleichen, kompensieren vielleicht auch? Ja, wir haben das ja komplett im Blick. Wir freuen uns natürlich, dass sie aktuell Tabellenführer sind, dass sie da auch sehr ordentlich performen, nur zwischen Regionalliga U19 und Regionalliga Nordost, was die Intensität betrifft, was diesen Männerfußball betrifft, ist natürlich schon was anderes. Dennoch, wenn das gebraucht wird, machen wir das gerne, auch aus Überzeugung. Aber im Moment haben wir jetzt keinen Spieler auch im Training gehabt, auch um ihre Abläufe nicht zu stören. Und wir bei uns derzeit in diesen kleinen Kader schon versuchen, in dieser Organisation uns dann zu bewegen, um das erstmal zu festigen. Ich sage nochmal, wir haben ja einiges verändert. Ich habe das gesagt nach dem Eilenburg, es wird darauf ankommen, wie schnell können wir die Veränderung umsetzen. Im letzten Spiel war es nochmal ein Stück besser, weil ich bin mir auch sicher, wenn wir weiter in dieser Art arbeiten und in dieser Intensität uns bewegen, dass wir noch stabiler werden können. Du hast gerade schon Lok, den nächsten Gegner, angesprochen, bei dem es nicht ganz so gut läuft in diesem Jahr. Da wird es auch Gründe geben. Fühlt man da auch so ein bisschen mit, wenngleich man ja die Konkurrenz so ganz dicht neben sich ja auch nicht haben will. Aber so eine Traditionsmannschaft, die eigentlich immer vorne mit dabei war und die dort größte Probleme hat im Moment da unten, unabhängig davon jetzt vom Spiel gegen uns. Aber wenn man da so aus der Ferne drauf schaut, hat man da auch so ein bisschen, will man fast sagen, in Anführungsstrichen Mitleid? Ja, Mitleid im Fußball ist falsch. Also dennoch fühle ich da komplett mit, zumal ich Schieber mag, macht da einen riesen Job, seit Jahren sehr erfolgreich, weiß nicht, glaube 2-mal auch Landespokal gewonnen, immer gute Tabellenplätze erreicht. Aber jetzt reden wir dann auch dann, wenn Schlüsselspieler fehlen oder Schlüsselspieler abgegeben worden sind oder Pfeffer aufgehört hat, dann ist Ogbidi verletzt, ein sehr guter Spieler, hat sich da toll entwickelt, Fuck ist gewechselt nach Rot-Weiß Essen und das immer dann Jahr für Jahr zu ersetzen, das ist dann nicht so einfach. Das kennen wir und das wissen wir und deswegen weiß ich, das richtig einzuschätzen und ich habe das immer gesagt, in der engen Liga, wenn du mal eine Phase hast und du triffst dann am Wochenende auf Mannschaften, die dann in so einem Flow sind, in so einem Selbstverständnis sind und du bist das vielleicht nicht, dann kann das alles passieren. Also nochmal, nach unserem Spiel drücke ich Schieber und der Mannschaft alle Daumen, beziehungsweise hoffe, dass sie dann in dieser Stabilität, beziehungsweise dass man auch anerkennt, dass es solche Phasen oder beziehungsweise dass man anerkennt, was in den letzten Jahren da war und dass es solche Phasen dann im Fußball gibt. Aber ich glaube, Mitleid im Fußball, wer das erwartet oder sich wünscht, auf gar keinen Fall. Aber trotzdem in der Situation auf jeden Fall habe ich keine Schadenfreude, im Gegenteil. Mhm. Macht es die Sache für Energie ein bisschen einfacher oder gar schwerer, weil Lok doch schon ziemlich unter Druck steht? Ja, aber wir auch. Also um den ersten Platz zu verteidigen, weil wir ja der Verein sind, warum man überhaupt am 14. oder 13. Spieltag überhaupt noch darüber diskutiert, dass überhaupt noch anderen Mannschaften auf Augenhöhe mit uns sind. Ein Spaß, gefährlich ist, wenn wir was unterschätzen. Aber ich glaube, wir haben noch nie Lok Leipzig unterschätzt und Lok Leipzig uns auch nicht. Von daher sind das immer Spiele gewesen, die haben eine gute Qualität gehabt, die haben eine gute Intensität gehabt, die haben eine gute Stimmung gehabt. Also ich glaube, wir sollten auch nichts unterschätzen. Wir haben auch keinen Grund, was zu unterschätzen. Wir haben auch schon Spiele gehabt, siehe gegen Carl Zeiss Jena. Da haben wir gar nichts auf die Reihe gekriegt. Ersten 30 Minuten bei Greifswald. Das erste Spiel bei Viktoria Berlin. Also wir sollten nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern tun gut daran, wenn wir versuchen, unsere optimale Leistung zu bringen. Bringen wir die, haben wir in jedem Spiel gegen jeden Gegner eine gute Chance zu gewinnen. Wenn nicht, wird es problematisch, unabhängig der Tabellensituation von dem nächsten Gegner. Gespielt wird am Samstag 13 Uhr. 16 Uhr.
Entschuldigung, ja, ist ein Fernsehspiel. Ja, also da fährt man schon am Tage selbst und nicht wie nach zur Küste hoch, was eine große Ausnahme ja eigentlich war, ne? War und ist, und wir werden am Spieltag anreisen, davon auch einen Tag vorher anzureisen. Bei solchen Spielen sind wir weit von entfernt. Dennoch hat das dann keinen Grund auf das Spiel. Das machen wir schon die ganze Zeit, die ganzen Jahre. Es ist halt so in diesen Ligen, wenn wir hoffentlich irgendwann mal in anderen Gefilden wieder spielen dürfen, ich glaube, dann wird sich das auch wieder ändern können. Da brauche ich die Frage, glaube ich, gar nicht stellen, die mir die Fans mit gegeben haben, fragt doch einfach mal, ob es denn der Tabellenführer nicht endlich mal hinkriegt, auch ins Wintertrainingslager zu fahren. Ich war selber siebenmal mit gewesen, finde das großartig, aber ich glaube, die finanzielle Situation, die verbietet die Frage eigentlich schon. Kann man trotzdem fragen, bin ich auch dankbar für, und ich kann dann auch wieder nur antworten, nein, es ist nichts geplant, es ist auch nicht möglich. Ich wundere mich und dennoch freue ich mich für meine Kollegen, wenn ich dann sehe, wer da alles wieder im Winter in Trainingslager fahren kann. Ja, das können wir nicht. Wir haben hier schon vor Ort im Moment Riesenprobleme mit Trainingsplätzen. Wenn uns unterstützt wird, dann sind wir sehr dankbar, was auch die Möglichkeit betrifft, auch woanders zu trainieren, ob es dann in Dissentien ist oder im Locky, wenn die U19 bzw. die U17 sagt, okay, wir sind dann bereit, auf den Kunstrasenplatz zu gehen, sind wir sehr, sehr dankbar. Elias Park ist im Moment sehr, sehr schwierig, Parzellenstraße sehr, sehr schwierig, also das zeigt, wir haben schon vor Ort Riesenprobleme, dennoch werden wir im Winter nicht im Trainingslager gehen können, weil wir es uns nicht leisten können, und ich glaube, das wäre auch gegenüber den Sponsoren, Mitgliedern und Zuschauern nicht vertretbar, wenn man nicht die finanziellen Voraussetzungen hat. Eine Meldung hat so ein bisschen aufgeschreckt in dieser Woche, zumindest bei mir war es halt so, wenn so ein langjähriger, großartiger Trainer wie Carsten Heine plötzlich nicht mehr Trainer bei Altglienicke ist. Dass also auch die Arrivierten, die Gestandenen nicht davor geschützt sind, wenngleich die Tabellenposition so schlecht ja gar nicht ist, meine Altglienicke, deswegen ist die Verwunderung ja noch größer. Wie sieht das so einen konkurrierenden Trainer? Ich weiß, ihr seid auch ganz gut miteinander bekannt, und tut das ein bisschen weh? Sehr. Sehr gut verstehen wir uns. Ich habe großen Respekt vor ihm, zumal er auch selber mein Trainer war bei Hertha BSC. Toller Mensch, toller Trainer. Finde, dass er auch bei Altglienicke das mehr als ordentlich gemacht hat. Du, das zeigt ja eigentlich das, was ich die ganze Zeit sage, dass das intern haben viele den Aufstieg auf dem Zettel. Selbst, oder was heißt selbst, das hört sich ein bisschen negativ an, soll es aber nicht. Markus hat letzte Woche gesagt, dass am letzten Sonntag nicht die Meisterschaft entschieden ist, auch wenn wir aktuell Erster sind, dass sie auch dann Wörtchen selbst, jetzt sage ich wieder selbst, ihr wisst, wie ich das meine, selbst Babelsberg sagt, wir wollen da oben angreifen. Das zeigt ja auch, was sie für Spieler geholt haben. Und das zeigt ja auch die Meldung diese Woche in den Medien. Ich meine, die Stadtwerke Potsdam bezahlen mal 600.000 Euro Prämie an oder Sponsorengelder an SV Babelsberg. Viele Vereine machen sich nach außen kleiner. Ich wünsche keinen Kollegen, dass er beurlaubt wird. Aber bei dieser engen Liga, und wenn du dann intern solche hohen Ansprüche hast und extern dich immer kleiner machst, wenn man sich extern so darstellt, wie sie sind, hat er ja einen guten Job gemacht. Sie haben ein Spiel weniger. Wenn sie das gewinnen gegen Chemnitz, hätten sie 22 Punkte. Bei 5 Punkte Rückstand ist aus meiner Sicht noch nichts passiert. Da kann ich auch gerne dran erinnern. Da haben wir ja auch gestanden. Nach dem 5. Spiel war Hertha BSC 2 mit, glaube ich, 13 Punkte Erster. 4 Sieger, ein Unentschieden, und da wurde schon darüber diskutiert, ob die zweite Mannschaft aufsteigen kann. Also das ist so eng, ich nenne das ja immer dann die Rasierklinge, da wird es noch so viele Wechsel geben, wir werden sehen, wer es am 34. Spieltag ist, also wir werden uns auf jeden Fall nicht wehren, wir stehen nicht verlieren, und wir werden alles tun, ob 12 Mann im Training, ob 13 Mann im Training, ob 14 Mann zur Verfügung, wir werden alles tun, was wir an Möglichkeiten haben, um erfolgreich zu sein. Dazu gehört ein Sieg bei Lok Leipzig, den wünschen wir euch, wir werden uns das im Fernsehen anschauen und sind im Geiste mit dabei. Alles Gute dafür, und schön wäre es, mit 3 Punkten das Wochenende wiederum zu verschönen. Bitte dran denken, aber um 16 Uhr anschalten, nicht um 13 Uhr. Nicht, dass ihr meint, dass wir nicht angereist sind. Ja.